Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Daniela Katzenberger Adventskalender. Der ist pink, der ist schon mal optisch nice. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, ich habe mir jetzt die Homepage hier aufgerufen. Geht nämlich nur über katzenbergergeschenke.de zu bestellen, verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Wird aber geliefert von Foodist tatsächlich, weil dort wohl eine Kooperation stattgefunden hat. 64,99 kostet das Schätzelein. Warenwert über 214 Euro soll drin sein. Exklusive Produkte, limitierte und brandneue Snacks, also was zu essen. Danielas Pick, also 100% Daniela in jeder Schachtel soll drin enthalten sein. Das heißt, dass sie das auch tatsächlich wohl angeblich dann ausgewählt haben soll. Original Produktgrößen für jede Menge Genussmomente. Da weiß ich aber nicht, ob das tatsächlich für jedes Kläppchen gilt. Das wage ich zu bezweifeln. Und wie gesagt, über 214 Euro Warenwert, das ist schon mal sehr, sehr nett. Ausgefallene Food- und Beauty-Produkte. Genau, Danielas Favoriten für Naschkatzen und Beauty-Fans. Hört sich auf jeden Fall für mich sehr, sehr gut an und deswegen habe ich mir bestellt. Die liebe Corinne hat mir eben noch eine Nachricht geschrieben, dass sie auf jeden Fall meine Meinung dazu hören will. Deswegen, ja, okay, Corinne, wir machen ihn jetzt auf. Wie gesagt, das Design finde ich schon mal bombastisch. Ne? Ich mag einfach pinke Adventskalender. Ja, denn in diesem Haushalt wird bald sehr viel Testosteron herrschen. Ich weiß wirklich nicht, ob das eine Full-Size sein soll, aber ich mag sowas. Und das ist für mich tatsächlich 1A. Nothing oder Nothing but Sea Salt, Roasted Almonds, Cashews, Peanuts and Sea Salt. Ja, da haben wir von John Altman Spread the Love 45 Gramm von so einer Nussmischung drin. Ich mag auch sehr, sehr gerne Nüsse. Für mich ist es jetzt in der Schwangerschaft auch aktuell eine ganz tolle Geschichte. Auch gegen Sodbrennen, gegen Übelkeit und so, ne? Also die nasche ich dir echt 1A weg, da habe ich Bock drauf. Ach, guck mal, wir haben hier tatsächlich auch immer so Sprüche draufstehen, aber die lese ich nicht vor. So, die Nummer 2 habe ich jetzt am Start. Da haben wir Beauty. Das ist doch mal was, eine interessante Farbe. Also es passt natürlich farblich zu Daniela Katzenberger. Von Gosh 4 ml, also es ist eine Full-Size Liquid Matte Lips. Wow, mutig. Pink Sorbet 002. Ja, also der wird nicht bei mir bleiben. Guck mal, der passt ja 1A zum Adventskalender, ne? Aber sowas macht halt gerne gelbe Zähne. Schwierige Farbe, passt aber zu Daniela Katzenberger. Das ist übrigens schon der zweite Daniela Katzenberger Adventskalender, der hier bei mir zu Hause eingezogen ist. Denn das erste Mal war unten die 24 irgendwie ausgelaufen. Das ganze Ding war nass. Ging aber 1A, das umzutauschen, denn Osnabrück ist ja das Versandlager von Foodist, glaube ich, ne? Und das ist nicht allzu weit von hier entfernt. Deswegen rucki zuck ging das mit dem Umtausch. Naja, natürlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Das ist ein Keksausstecher. Jo, süßen Schneemann. Okay, von wo kommst du? Neres? Tschechien? Ja, das ist so ein Cent-Artikel, ne? Aber wenn man halt so einen Adventskalender packt, ist es nicht verkehrt, sowas mit reinzupacken. Werde ich dieses Jahr Kekse backen? Eher weniger, glaube ich, weil wegen Zeitmangel. Aber an und für sich, so einen Schneemann habe ich noch nicht. Finde ich süß. Hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir wieder ein Food-Produkt drin, Leute. Organic Quinn Bite, Double Chocolate, das ist was für meinen Freund. The Delicious Gluten Free Oat Cookie, also ein Haferkeks mit 50 Gramm. Das wird mein Freund feiern, das wird er aber dann wahrscheinlich, er wird dann zu mir sagen, dass es sehr trocken war. Ich kenne ihn, aber das kann man super dann zum Kaffee oder zu einer Tasse Kakao oder sowas sich gönnen. Ne? Fühlt sich wirklich sehr hart an, aber so ab und an so ein Cookie finde ich ganz cool. Oder ich packe mir das wirklich mit in die Kliniktasche, weil dafür sind diese Adventskalender-Inhalte echt gut geeignet. Und dann habe ich das im Kreissaal, dass man dann halt, wenn ich dann in den Wehen bin und so, dass mein Freund nicht verhungern muss. Der Arme. Die Nummer 5, der Tag vor Nikolaus. Da haben wir was sehr Leichtes, aber sehr Großes drin. Also es passt halt wirklich dann auch in die Kläppchen rein. Sowas finde ich immer sympathisch. Also dass du halt quasi die Kläppchen dann auch ausfüllst. Das ist wirklich was für mich. Sowas mag ich sehr gerne. Eat Real Hummus Chips, Tomato and Basil. Also quasi Tomate und Basilikum. Ja, das ist halt wirklich mal eben so eine kleine... 25 Gramm Geschichte, aber da muss ich halt wirklich sagen, für mich aktuell reicht das auch aus, ne? Weil ich nicht so die Mega-Naschmaus bin.
Duplos, Snickers, ja, mitten in der Nacht, auf jeden Fall. Das gönne ich mir hart. Aber wenn es darum geht, mal eben so auf der Couch ein bisschen was zu snacken, habe ich ja damals wirklich an einem Abend eine komplette Tüte günstige M&Ms, alias Pindars, liebe ich, oder Big Bens, leer gemacht und zusätzlich dann noch irgendwie eine halbe Tüte Chips oder so. Das ist aktuell einfach nicht drin, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Aber auf sowas habe ich mega Bock. Nikolaus, die Nummer 6 habe ich jetzt hier. Okay, jetzt haben wir ein bisschen so eine Food-Ader gefunden. Also da hätte ich gehofft, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Beauty drin haben. Ne? Da habe ich von Foodist die Essentials Maiskörner drin. Hä? Geröstet und gesalzen, vegan ohne Palmöl. Maiskörner geröstet und gesalzen. Okay, und die sollst du dann so snacken. Läuft. Ach, guck mal, hier steht auch deine Katze drauf. Also Dani Katze. Das scheint sie dann noch irgendwie mitentwickelt zu haben oder so. 35 Gramm. Weiß ich nicht, ob ich das so im Food-Sortiment finde, aber werde ich auf jeden Fall mal suchen, ne? Weil Preise versuche ich euch ja auch irgendwie immer so ein bisschen auszurechnen. Ja. Mit einer wunderschönen Zuckerstange drauf kommt die Nummer 7 bei uns an. Und da haben wir was. Das ist cool von Just Spices. Da habe ich auch eine Kooperation. Da kannst du mit Just Cloudy tatsächlich auch ein bisschen was sparen und kriegst dann auch manchmal ein schönes Gewürz mit dabei. Ne? Gönnt euch hart. Da habe ich auch den Adventskalender zu ausgepackt. Kann ich euch im i verlinken. Ne? Hackfleischgewürz habe ich nämlich hier drin. Das finde ich persönlich gut, weil Hackfleischgewürz ist wirklich sehr breit einsetzbar. Tatsächlich. Also hinten steht auch immer drauf, welche einzelnen Inhaltsstoffe das sind und so, ne? Finde ich klasse, 55 Gramm. Das ist wirklich eine gute Geschichte fürs Kochen generell. Und sowas geht auch schnell leer. Das müssen wir auch tatsächlich schon hier haben. Auch wenn die Nummer 8 sehr klein ist, darf sie trotzdem machen, dass es kracht. Sammy hat ja Geburtstag und es reimt sich drauf. Und sie ist schön schwer und hier ist irgendwas Spektakuläres drin. Trüffelpesto. Ja, bitte. Tattoo-Vater. Sowas in einem Adventskalender feiere ich wirklich sehr, muss ich sagen, weil sowas kaufe ich mir im Leben nicht. 50 Gramm finde ich auch einfach mal so zum Ausprobieren ganz interessant. Oh, da kann man sich so richtig dekadent Nudeln machen und dann so eine Trüffelpesto-Geschichte drüber. Ja, das mache ich tatsächlich. Keine Zwischenebenen, das heißt, mal gucken, worüber wir uns jetzt in der Nummer 9 freuen dürfen. Sowas finde ich immer so doof. Ja, wir haben ja diese wundervolle Marke Avant drin, die einfach den Wert in die Höhe treibt. Also das macht jetzt fast schon ein Drittel des Adventskalenderwertes aus. Das ist eine Pro Radiance Brightening Eye Final Touch. Das macht die Hälfte des Adventskalenders aus. 10 Milliliter, ne? Also viele feiern diese Marke, weil die halt wirklich sehr, sehr teuer ist, sehr, sehr hochpreisig. Manche sagen, das ist einfach nur, um den Warenwert in dem Adventskalender hochzuknallen oder in der Box. Ihr wisst Bescheid, ne? Also ich habe das ein oder andere von Avant schon ausprobiert. Ich fand es okay, aber halt nicht den Preis wert. Also das hätte vielleicht ein Viertel von dem kosten dürfen, was es letztendlich an Preis ausgewiesen hatte. Ich finde es einfach total überteuert. Ich habe eine Freundin, die mega auf Avant steht und die wollte sich mal was nachkaufen und hat die mir eine WhatsApp geschrieben, dass ich einen riesen Vogel habe, ihr so ein teures Produkt zu geben. Ja, so bin ich. Ne? Mal sehen, wie es jetzt in der Nummer 10 weitergehen wird. Da haben wir auf jeden Fall ein Essence, also ein Food-Produkt drin. Auch hier wieder ein Eigenmarkenprodukt von Foodist, aber Geilomat. Snack Bites schmecken wie Cookie Duff. Ich liebe Keksteig. 55 Gramm sind hier drin enthalten und das sieht nach etwas aus, was ich also einatmen werde und was ich sehr gerne mögen werde. Also bislang waren halt viele Food-Produkte mit dabei, also eigentlich alles, ne? Wo ich gesagt habe, Mensch, ja, lecker, komme ich auf jeden Fall ja, mit konform. Hier haben wir nur die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Auch hier ein Food-Produkt. Das hatte ich jetzt schon in einem Adventskalender und ich glaube noch in einer Beauty- oder in einer Foodbox mit drin. Better Baking Backmischung Pancakes für 5 bis 6 Stück. Ja, ne, kann man machen. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Also mittlerweile haut mich das jetzt nicht mehr so super krass aus den Socken raus, weil das halt einfach irgendwie so... Jetzt schon das dritte Mal ist, dass ich das in den Händen halte, ne? Aber gut, ich reiße ja auch alles auf, was geht, Leute. Also von daher kannst du das halt auch irgendwie nur relativ sehen, aber Pancakes an und für sich finde ich cool. Backmischung finde ich auch eigentlich cool. Da brauchst du halt ein bisschen was mit dabei. Ein Ei, Milch, Ahornsirup, ne? Und wenn du es halt traditionell haben willst, ansonsten gibt es auch noch eine vegane Variante, aber ja, mache ich jetzt gerade...
jetzt gerade einfach nicht die größten Luftsprünge. Also da waren die anderen Produkte cooler. So, auch die Halbzeit, die Nummer 12, ist nicht leicht. Also haben wir hier wieder was zu naschen drin. Oh, Candy Kittens. Das passt jetzt natürlich wieder zu Candy, genau, zu Daniela Katzenberger. Das Ding ist halt einfach, ich habe jetzt nicht so den Ultra-Draht zu ihr. Also außer, dass jetzt irgendwie die ein oder andere Packung vielleicht rosa ist, hätte ich jetzt nicht unbedingt den Bezug zu ihr gesehen. Aber bei dem hier auf jeden Fall. Wild Strawberry Gourmet Sweets aus London. Vegan Recipe. Palmölfrei, 54 Gramm. Sowas mag ich bestimmt. Ne, Fruchtgummi mit 6% Erdbeersaft. Na, läuft bei dir. Ja. Die Nummer 13 sagt uns Bescheid, dass wir jetzt quasi die zweite Hälfte des Adventskalender-Gedönsens haben, beziehungsweise die zweite Hälfte der Adventszeit. Und hier habe ich was drin, den habe ich auch schon mal gegessen. Der ist wirklich sehr, sehr furztrocken, aber lecker. Organic Vegan Cookie Cat, auch das passt wieder. Daniela Katzenberger. Vanilla Choc Chip, auch das mag nicht jeder. Cashew and Oat Cookie, 50 Gramm. Ich finde sowas lecker. Ich stehe auf so einen Kram. Sowas kannst du als ungesundes Frühstück essen, als mal eben kurz so zwischendurch, wenn der Magen halt knurrt und man hier oben sitzt und ganz weit vom Kühlschrank entfernt ist, dann gönne ich mir sowas, ne? Ja, letztens hat Sarah Isabel ja auch meine Schublade hier unter mir bei Instagram gezeigt. Ja, da hat sie mich entlarvt. Sowas habe ich halt hier bei mir, ne? Das ist sinnvoll. Die Nummer 14. Oh, das ist groß. Das ist eine komplette Tafel Schokolade oder was ist das? Well and Truly Caramelized Hazelnut Oat Chocolate M&LK aka Vegan Friendly, also quasi ohne Milch dann wahrscheinlich, ne? Plant-based, Kakao, ethical and fairly traded. Okay, also quasi auch so ethisch. Okay. 90 Gramm. Finde ich gut. Wird schnell bei uns gegessen. Das kann ich jetzt schon sagen. Das finde ich klasse. Ja, karamellisierte Haselnüsse auf eine Schokolade. Hallöchen, Popöchen. Da sind wir ganz vorne mit dabei. Die Nummer 15. Das ist in einem Säckchen drin. Oh, Sophie Rosenburg. Das ist, glaube ich, eine Wimpernzange, Leute. Fühlt sich auf jeden Fall gerade so an. Was ich persönlich jetzt cool finde, ja. Sogar mit 4 Ersatzgummis. Oh, das ist eine, also die fühlt sich gut an. Also die fühlt sich wirklich gut an. Klar, diese Beauty-Produkte sind jetzt dafür da, um den Preis, um den Wert in die Höhe zu treiben. Gar keine Frage, ne? Ich habe jetzt eine von Catrice aktuell in Anwendung, die ich sehr, sehr gerne mag und die ich jetzt auch nicht tauschen werde. Aber die sieht echt solide aus. Und dann haben wir das, wie gesagt, in so einem schönen Samtsäckchen auch noch drin. Macht Sinn, finde ich gut. Mag ich gerne leiden. Schön. Die Nummer 16. Da ist auch was zu essen drin von Ruf. Ein natürliches Topping. Himbeeren, Kirschen, Reischips. Mhm. Reiscrisps. So lecker im Porridge, Müsli oder auf Gebäck. Okay, interessant. Ja, habe ich noch nie gesehen. Finde ich schön. 15 Gramm sind hier drin enthalten. Das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ich mag halt auch manchmal, wenn man so ein bisschen Essen schöner dekoriert, damit es einfach ansprechender aussieht. Ganz einfach. Ja, ich weiß, ich bin aktuell eher eine Fressmaschine, aber ansonsten ist es halt eher so, dass ich drauf stehe, wenn man halt einfach Essen schön herrichtet und einfach die Optik, ne? Auch bei einem Eis oder so. Und da kommt sowas doch ganz gut. Ja, warum eigentlich nicht? Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, haben wir auch wieder ein bisschen was zum Essen hier drin. Hier sind wir auch wieder bei meinen coolen Nüsschen. Ich liebe sowas. Luxus-Cocktail, Gourmet, elegant, süß. Baby, du gehörst mir. Ja, finde ich gut. Finca oder Finger, weiß ich nicht. La Rosala. Oh, ich weiß noch, ich hatte das bei dem Foodies Adventskalender auch als Marke, glaube ich, mit drin. Das war gar nicht so leicht, den Preis rauszufinden. Ich gebe alles, Leute, ihr wisst Bescheid. Hier haben wir drin 50 Gramm. Jo, schön, ne? Also halt so Erdnüsschen, Gedönsen, das finde ich klasse. Passend zur Weihnachtswoche mit der Nummer 18 hatte sich jetzt gerade mein Adventskalender. Wow, Worte. Meine Kamera, mein Akku verabschiedet. oh, da muss ich wirklich sagen, das finde ich klasse. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass wenn halt so ein Influencer oder Promi-Adventskalender auf den Markt gebracht wird, dass wirklich der Promi sich dann auch mit den Produkten beschäftigt beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise auf dem Packaging auftaucht. Hier macht sie das. Frohes Fest, Daniela Katzenberger. Finde ich wirklich gut. Bean to Bar Premium Schokolade, 80 Gramm sind hier drin enthalten.
Sweet Couture EK, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht von welcher genauen Marke oder so das ist, ne? Aber ich finde es einfach schön, dass hier sweetcouture.de, dass hier auf jeden Fall so ihr Logo und eine Katze und so ein Kram mit drauf ist, ne? Wirklich, also das finde ich sehr, sehr positiv. Die Nummer 19. Oh, hier haben wir mal wieder einen Keksteig-Ausstecher. Also das hätte man auch zusammen in ein Kläppchen machen können und dann dafür in dieses Kläppchen irgendwie was Schöneres. Ich weiß nicht. Auch wenn du natürlich hier vielleicht nochmal dran erinnert wirst, so hey, hast du überhaupt schon Kekse gebacken? Wäre ja eine coole Idee. Hast halt so einen klassischen Stern hier drin, ne? Also ja, macht Sinn. Ist definitiv sinnvoll. Aber ein Keksausstecher-Kläppchen reicht mir da tatsächlich vollkommen. So, herzlich willkommen im 20er-Bereich. Da ist bestimmt irgendwie Beauty drin, weil das so rollt. Jau. Und das darf natürlich auch nicht fehlen. Hier ist eine Mascara drin enthaten. Die Endless Lashes Mascara von La Vera Naturkosmetik. Sowas finde ich auch schön, dass wir das drin enthalten haben. Ich kann euch hierzu ja das Bürstchen mal einblenden, weil ich lasse die jetzt einfach mal lieber zu. Weil sowas kippt halt irgendwann, ne? Und das möchte ich jetzt nicht riskieren. Das wäre ein bisschen blöd. Und finde ich aber schön. Tatsächlich, dass wir die hier drin enthalten haben. Eine Mascara kann man machen. La Vera ist jetzt keine super teure Marke oder so. Aber wir brauchen jetzt nicht noch so eine Marke, die den Wert hier künstlich hochtreibt wie Avant. Sondern schon sinnvolle Geschichten so, ne? Also ich finde Mascara gut, ne? Auch die Nummer 21 ist relativ leicht. Aber hier ist was zu schnabulieren drin. Und zwar Oat and Chocolate Chips. 30 Gramm, auch wieder vegan, generous. Hafer und Schokolade, ja, das ist definitiv was für meinen Freund. Der mag super gerne Haferkekse, der mag gerne Schokokekse, ne? Da kann er sich auf jeden Fall drüber freuen. Das ist halt so eine einmal mit einem Hub sind die im Mund Geschichte. Aber ja, warum nicht? Hier habe ich die Nummer 22, da haben wir bestimmt auch wieder Food drin. Zack. Nee, hä? Oh, was ist das denn? Schäbens Immun Direkt Sofort Spray, vierfach Pflanzenkraft für Immunabwehr mit Echinacea und Kurkuma und Ingwer und Zistus. Vitamin D3, B12, Selen, 20 Milliliter, 25 Anwendungen. Finde ich schwierig. Nahrungsergänzungsmittel in Adventskalendern, Leute, ihr kennt meine Meinung, glaube ich, mittlerweile dazu. Finde ich ganz furchtbar. Einfach nicht gut, weil ich einfach finde, alles, was mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun hat, sollte man sich halt vom Arzt einfach irgendwie sagen lassen, was man so braucht und dann kann man sich das gezielt irgendwo halt kaufen. Macht einfach regelmäßig ein großes Blutbild, lasst es analysieren, lasst euch da von eurem Arzt beraten. Ich habe das Glück, durch die Schwangerschaft einfach das sowieso schon automatisch mitzubekommen, ne? Und ja, ne, dann müsst ihr euch da nicht irgendwie irgendwelche Sachen reinknallen, die nicht sein müssen. Nach einer kleinen Moralpredigt gehen wir jetzt weiter zu dem Tag vor Heiligabend, zu der Nummer 23. Wobei man sagen muss, ist es schon ganz nett, dass Daniela Katzenberger möchte, dass wir alle gesund und munter Weihnachten verbringen dürfen. Das ist halt das Positive hinter dem Kläppchen Nummer 23 gewesen, ne? Darf man auch nicht vergessen. Dann habe ich hier was von Purely drin, und zwar Planter oder Plantain Chips Sea Salt, also das sind Bananenchips. Ja, 28 Gramm. Ist halt auch so ein Gesundkram. Ja, ne? Auch das snacke ich mir einfach mal so zwischendurch. Ist eine ganz gute Geschichte. Mag ich gerne leiden. Ist schön. Ja, kann man machen. Gesund, wohlgenährt und hübsch geschminkt können wir Heiligabend verbringen. Hier habe ich jetzt die Nummer 24, die ja wahrscheinlich letztes Mal ausgelaufen war. Dann gucken wir mal, was das sein soll. Ja, nee. Also das brauche ich jetzt nicht Heiligabend im Adventskalender. Es ist von La Vera Naturkosmetik ein 2-in-1 Micellar Make-up Remover mit Bio-Gurke und Bio-Kamille, 100 Milliliter. Also, wer schreit denn da jetzt Juhu? Also ich nicht. Ne? Also da bin ich ehrlich, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist eine tolle Nummer 4. Toll. Nein. Ganz einfach nein. Weil zum einen verwende ich kein Micellenwasser, zum anderen finde ich einen Make-up-Entferner jetzt, also in der 24 echt nicht so geil. Weiß nicht. So, Adventskalender ausgepackt. Ich glaube, wenn ich jetzt das Avant-Augenprodukt rausnehmen würde, wäre der Wert sehr traurig, ne? Ansonsten haben wir hier hauptsächlich Food-Produkte drin enthalten. Ein bisschen Füllprodukte sind natürlich auch mit drin, die ich jetzt versuche auch irgendwie zu bewerten, jetzt mit diesen Ausstechern und so, aber trotzdem gehört sowas halt irgendwie zum Adventskalender. Das passt schon. Tatsächlich, das meiste von den leckeren Sachen, die hier so sind, werde ich sehr schnell einatmen. Die Beauty-Produkte,
sind Geschmackssache. Also da schreie ich persönlich überhaupt nicht Juhu. Also ich glaube, dass keins davon tatsächlich bei mir bleiben wird, weil das gar nicht nach meinem Geschmack ist. Ich hätte auch tatsächlich ein bisschen mehr Beauty hier drin erwartet, wobei man auch sagen muss, es ist ein Adventskalender, der in Kooperation mit Foodist entstanden ist. Dementsprechend hast du ja hauptsächlich Food drin enthalten und halt zum Ausgleich des Wertes die Beauty-Produkte. Anders kann man es nicht sagen. Ne? Ja, aber trotzdem, ich finde jetzt nicht, dass es rausgeschmissenes Geld ist. Ich finde, die 65 Euro sind ja eigentlich ganz gut investiert. Ne? Da bekommt man schöne Produkte fürs Geld. Ich glaube, dass die Daniela Katzenberger auch in ihrer Instagram-Story immer mal wieder einen Rabattcode droppt für diesen Adventskalender, dass du dann irgendwie halt irgendwie 10% oder 20% drauf sparen kannst. Da solltest du vielleicht mal vorbeischauen. Ja, also für mich halt ein Adventskalender, wo ich sage, ja komm, ne, den kannst du wohl mal machen. Wird man sich schon im Advent drüber freuen, wenn man den auspackt und wird sich dann auch den Bauch verschlagen damit. Aber es ist jetzt nichts, wo ich langfristig mich dran erinnern würde. So, ja, da gibt es andere, die ich definitiv geiler finde. Schreibt mir aber auch gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Ja, und dann würde ich einfach mal an dieser Stelle sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!